Hallo, hier sind wir wieder. Endlich geht's wieder los. Heute ist Montag, der 22. November. Und nach fast 3 Monaten in Deutschland mit einer 3-wöchigen Unterbrechung in Frankreich fahren wir wieder los. Es geht wieder auf Tour. Wir haben das Reisen sehr vermisst. Uns zieht's jetzt gen Süden. Und wohin die Reise geht, das seht ihr im Video. Wir sind Martina und Bernhard. Seit wir uns 2018 unser allererstes Wohnmobil gekauft haben, reisen wir, um an den schönsten Plätzen aufzuwachen. Mit unseren Möpsen, Elton und Felix, erleben wir Abenteuer und treffen Menschen, die wir ansonsten niemals kennengelernt hätten. Für uns ist das lokale Essen und Trinken immer wieder ein neues Highlight. Kommt mit und seid dabei. Nach 3 Monaten zu Hause sind wir nun mit frischem TÜV für Wohnmobil, Hänger und Quad wieder startklar und fahren bei strahlendem Sonnenschein Richtung Süden. Wir und die Hunde haben alle erforderlichen Unterlagen für unsere Reise, um auch ins nicht-europäische Ausland fahren zu können. Wir haben die ersten 400 Kilometer geschafft. Wir sind im tiefen Bayern eingetaucht. Wir sind jetzt in Dinkelsbühl. Dinkelsbühl ist die schönste Altstadt Deutschlands. Wir wollten schon lange mal hierher, haben es nie geschafft. Jetzt sind wir da. Vorne ist ein wunderschöner Stellplatz. Das ist nur 10 Minuten fußläufig von der Altstadt entfernt. Ist ein bisschen frisch, aber wir haben im Wohnmobil die Heizung angemacht. Die Hunde haben wir mit da. Und jetzt gibt es hier im Restaurant Deutsches Eck oder Deutsches Haus heißt es. Deutsches Haus gibt es jetzt leckeres Essen. Wir haben jetzt gerade einen Gruß aus der Küche bekommen. Es war geräucherte Entenbrust auf Beluga-Linsensalat. Das war schon mal wirklich als Einstieg sehr, sehr lecker. Das Restaurant hier hat einen Michelin-Stern und wir lassen uns das mal vom Rest überraschen. Wir wollen euch natürlich unser Essen nicht vorenthalten. Herr Bernhard hat gebratenen Kalbskopf. Ich glaube, das gibt es auch nicht überall. Das ist mit Sicherheit hier eine fränkische Spezialität. Die muss man dann auch schon mal essen. Für mich ist das nichts. Ich habe eine Entenkonsommé mit kleinen Ravioli und zum Trinken ein Glas Rosé. Wir sind beim Finale angekommen. Ich habe eine Milchkalbleber. Ich liebe Kalbsleber. Und wenn die rosa-rot gebraten ist, ist das für mich das Allerhöchste. Und der Bernhard, der hat einen Sauerbraten mit Rotkraut. Wir haben alles aufgegessen. Es war sehr, sehr lecker. Ich würde mal sagen, dieses Restaurant trägt seinen Michelin-Stern zurecht. Und das Ganze zum moderaten Preis, muss man wirklich sagen.
Aber es gibt auch eine Gans jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ich denke, die gibt es mit Sicherheit bis Weihnachten. Also wer hier vorbeikommt an Winkelsbühl oder in der Nähe ist, das ist glaube ich so 50 Kilometer von Nürnberg, der sollte hierher kommen und das leckere Essen hier in dem Restaurant genießen. Und ich denke, da drüben am Nachbartisch hatten sie die Gans, die ist auch sehr zu empfehlen. Unser Stellplatz heute ist in unmittelbarer fußläufiger Nähe zur schönsten Altstadt Deutschlands in Dinkelsbühl. Die ehemalige Reichsstadt ist aufgrund des außergewöhnlich gut erhaltenen spätmittelalterlichen Stadtbilds ein bedeutender Tourismusort an der romantischen Straße und dient immer wieder als Filmkulisse. Wir haben jetzt unsere erste Nacht auf unserer neuen Tour im Wohnmobil verbracht und es fühlt sich richtig gut an, wieder unterwegs zu sein. Wir sind heute Morgen aufgewacht und es ist strahlender Sonnenschein. Heute Nacht allerdings war es bitterkalt. Wir hatten minus 2 Grad und alles war gefroren heute Morgen. Da trifft es sich gut, dass an diesem Stellplatz hier direkt an der Altstadt auch Stromsäulen sind. Und für sage und schreibe 6 Euro können wir da 24 Stunden stehen, haben eine Ablassstation, Wasser und Strom. Und das ist doch mal wirklich ein toller Service von dieser Stadt, oder? Wir laufen jetzt ein bisschen spazieren. Felix, komm. Gestern Abend waren wir ja essen in diesem tollen Restaurant Deutsches Haus. Und das war ein altes Patrizierhaus aus dem 14. Jahrhundert. Die Decken unglaublich schön bemalt, traumhaft, und so ist auch die ganze Altstadt. Also es ist wirklich ursprünglich, Fachwerk, unheimlich romantisch, jetzt ist sogar ein bisschen weihnachtlich beleuchtet. Ist, glaube ich, eine schöne Zeit, um hierher zu kommen. Und uns gefällt es ausgesprochen gut als erster Halt auf unserer neuen Tour. Was uns ja neben dem schönen Stellplatz und den Fachwerkhäusern auch total begeistert, ist die Kulinarik. Also hier zum Beispiel in diesem tollen Restaurant mittags ein Sauerbraten mit Knödel und Rotkraut für 9,90 Euro. Ich finde das echt in Ordnung. Tolle Speisekarten überall, gut bürgerlich, fränkische Küche, gestandenes Essen, Hausmannskost. Wir mögen das sehr gern. Und das sieht man mal wieder, man muss nicht immer nur ins Ausland. Das ist auch bei uns schön. Wir verlassen jetzt Dinkelsbühl durch dieses wunderschöne Stadttor. Uns zieht's weiter. Wir machen noch ein paar Familienbesuche. Uns zieht's jetzt in die Oberpfalz, danach nach Straubing. Dann gehen wir noch nach Biberach ins Schwabenland, um dann über die Schweiz Deutschland zu verlassen und unser Ziel Italien anzusteuern. Wir sind wirklich froh, wieder auf Tour zu sein. Uns hat es so ein bisschen gefehlt. Also zu Hause ist schön, aber wir sind einfach Reisende und das haben wir jetzt auch wirklich wieder gemerkt, dass es einfach so ist, dass wir in unserem Wohnmobil uns am wohlsten fühlen. Besonders hat uns auch gefreut in der videoarmen Zeit. Viele von euch haben uns Nachrichten geschrieben, auf Instagram haben sich erkundigt, wie es uns geht. Fand ich total nett, auch der Austausch. Wir freuen uns auch immer, wenn der ein oder andere dann irgendwo ist,
dass er aufgrund von einem Video von uns gesehen hat und nachgereist ist und dann sagt, oh, das ist toll oder er hat da gegessen. Also wir freuen uns immer, wenn wir solche Rückmeldungen kriegen. Das ist eine super Sache. Wir haben uns auch mit Leuten getroffen, die unsere Videos geguckt haben, wo dann ein Kontakt entstanden ist. Vielen Dank nochmal Andreas und Micha für den wunderschönen Abend. Wir haben uns so gefreut. Jetzt geht's zurück ins Wohnmobil und dann geht's weiter. Und es wäre schön, wenn ihr dabei seid mit uns auf unserer Reise. Also drückt die Glocke, abonniert den Kanal und liked das Video.